Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Lost Island. Ja, wenn ich es geschafft habe, meinen Plan umzusetzen, müssten wir gestern einen Stream gemacht haben, was Rohstoffbeschaffung angeht. Also für euch in der Vergangenheit, für mich noch in der Zukunft, weil wegen Aufnahmesession und Verteilung. Ja, ja, genau. Muss ich nicht noch ein fünftes Mal erklären oder so. Und genau damit wir diesen Rohstoffstream gestern wunderbar so hingekriegt haben, wie wir ihn hingekriegt haben werden, hoffe ich, werden wir uns heute einen Terizino besorgen und einen Mammut. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Mammut wirklich Not tut hier in dem Fall. Aber wir besorgen uns das. Das heißt, ich werde mal meine ganzen Sachen zusammensammeln, die wir brauchen. Das heißt, ich hätte super gerne einen Haufen Narkobären für den Terizino. Oh, warte. Sina! Beifuß. Die haben wir hier sicherlich irgendwo. Unsere guten Pfeile. Da nicht. Das sind die normalen. Das ist ein Anfang. Weiß hier einfach mal rüber. Weiß hier einfach alles so rüber. Ist gerade egal, ob es einen gibt oder nicht. Vergammelt notfalls da drin. Da sind die guten Pfeile. Auch gut. Ich packe ihn hier direkt mal drauf. Hätte ich gerne Netzgeschosse. Also ich mache ja eigentlich gerne immer sehr viel mit Zähmkäfig und allem drum und dran, aber mit dieser Armbrust, die wir haben und den Feind, glaube ich, ist ein Zähmkäfig überflüssig. Zumindest bei dem, was ich jetzt holen möchte. So, dazu bräuchte ich jetzt einen Haufen Narkobären. Ich habe einen Haufen, ich fasse es nicht. Schön. Und Mejo-Bären. Jo. Krass. Mal ist da. Nice. Okay, den Thylacoleus ist irgendwas. Ich glaube, die stehen auf Wandern oder so, ne? Verhalten? Nee. Aber wo ist der andere? Da hinten. Da müsste ich mal. Okay, das hatte ich jetzt nicht so vor, dass ich jetzt hier auch noch mitkomme. Und am besten kommst du noch mal mit, weil dann werden sie dir gleich noch Folgen gestellt. Und du parkst da. So. Besser. Stelle ich dich jetzt hier ganz zufällig noch auf passiv? Werden sie hoffentlich von dem Rest verteidigt? Hoffe einfach mal. Oh, sie ist schon wieder schwanger. Naja, ist okay. Ja, komm mal mit. Auch. Ja, irgendwie, irgendwie läuft das hier gerade wieder schon wieder merkwürdig. So, ihr verteidigt den Haufen. Du bist ja schwanger, passt schon. Das heißt, wir nehmen uns jetzt Anton. Wenn ich einmal kurz rausfinde, wo der gepackt ist. Oh, oh.
Ich brauche Kryokapseln. Die habe ich jetzt vergessen. Kryokapseln würde ich gerne noch mitnehmen. Und unser Smartphone. Hier ist das Smartphone. Und hier sind Kryokapseln. Perfekt. Denn, jetzt auch speziell im Dschungel, ich glaube, da werde ich jetzt tatsächlich nicht ein Smartphone suchen. Ich sehe mal so, mache ich normalerweise nicht so gern, aber der Dschungel ist ja sowas von unübersichtlich. Das muss nicht sein. Das hätte ich gerne ein bisschen produktiver, sagen wir mal so. Anton? Ich hätte heute gerne einen richtig geilen Terizino und im besten Fall vielleicht auch noch einen Mammut dazu. Mammut einfach nur fürs Holz tragen. Viel mehr Sinn und Zweck hat der Kram auch nicht. Nehmen wir doch direkt mal das Smartphone hier in die Hand. Hier wird es keine Terizinos geben. Mal kurz gucken, ob alles läuft. Hose. Perfekt. Ab in den Dschungel. Zumindest haben wir da. Ich habe jetzt immer welche gesehen. Gut, bis auf gestern in der Folge. Ja, natürlich nicht. Weil wir mal spontan rübergeflogen sind. Aber das ist ja mal wieder typisch. So. Hier hinter dem Berg geht der Dschungel los, ne? Ne, da geht er schon. Ah! Dschungel, Dschungel. Dschungel, Dschungel. Oh, ein Zielfernrohr. Bin ja begeistert. Danke dafür. Du bleibst erstmal weg. Du folgst mir. Schön. Bisschen gucke ich mich natürlich trotzdem nochmal so um. Wir können ja auch einfach Glück haben. Geht. Sehr schön. So direkt sehen tue ich gerade nichts. Oh doch, da! Tatsächlich! Ein 95er! Ja, ein Anfang. Ein 130er hätten wir hier in der Nähe. Tun wir mal so, als wenn wir mehr Anspruch haben, weil wenn wir jetzt hier schon mit dem Smartphone unterwegs sind und es uns so viel zu einfach machen, können wir auch mal weiter gucken. Pass auf, jetzt finde ich nichts mehr in dieser Richtung und auch den 130er auf dem Rückweg nicht wieder. Haha, ja, das klingt nach mir. Ist keiner mehr, okay. Ist auch nicht mehr so geil Dschungel. Ja, okay. Okay. Scheint ja also genauso zu laufen, wie ich das, was ich gerade vermutet habe, ne? Naja, scherzhaft. Ist ja ärgerlich. Thank you.
einfach nichts. Aber wichtig ist, ich gucke jetzt auch gerade ganz ausschließlich nach dem, was ich hier gerade suche, also Terezino. Wenn ich hier irgendwas anderes, richtig geiles bei ist und ich es nicht zufällig aus dem Augenwinkel sehe, dann ist das so, weil ich habe ja jetzt gerade eigentlich nur ein ganz bestimmtes Ziel. Jo. Und das Spiel denkt sich, nö. Ah, hier haben wir uns auch schon viel umgetrieben. Ich erinnere mich gerade an die Ecke. Zack. Da oben. Wie siehst du denn aus? Ja, ist okay. So. Wie viel Torpor? 8900? Okay, das kann richtig witzig werden hier. Oh. Alter! Wie der Anton jetzt schon zerfleischt hat! Wow! Hier aufpassen, dass die da oben den Terezino nicht angreifen. Geh sterben! Die jetzt da rumgeknallt? Nein. Okay. Aber merkt er jetzt gerade schon, wie schnell diese verdammte Betäubung runtergeht? Das ist so übel. Das heißt, der braucht definitiv Betreuung. Wow. Dann lass uns doch kurz hier im Dschungel umgucken, ne? So in direkter Nähe. Was ist hier vorhin für ein Bund? Den müssen wir uns gleich mal angucken. Wir haben ja erstmal gefunden, was wir wollen. Oh, was haben wir denn da unten?
Ja. Ein 15er. Nicht so spektakulär. Okay. So viel zu dem Tank-Tracks. Da haben sich hier wohl die Einwohner des Berges was anderes gedacht. Kätzchen. Der Dschungel ist wirklich riesig auf dieser Insel. Das hatte ich ja, glaube ich, beim ersten, also in den ersten gefühlt 20 Folgen war das, glaube ich, wo wir die Insel umrundet haben. Um mal grob einen Bauplatz zu finden, den wir jetzt irgendwie auch nicht genommen haben. Aber gut, wir haben was in der Nähe gefunden, also ist auch gar nicht so schlimm. Du siehst cool aus. Oh, bist du aber nicht. 150er Mail. Okay. Mail. Oh ja. Echt jetzt? Aufräumen. Ah, vor allem jetzt habe ich das Problem, dass ich den Terizino ein bisschen nicht mehr im Blick habe wegen Zeit. Oh Gott. Ina? Ich gebe ihm. Wir müssen zu unserem. Mail. Wir haben, glaube ich, bis jetzt immer nur Females. Und zwar auch gute, gar keine Frage, aber so fortpflanzen ist mit nur Frauen ein bisschen schwierig. Du musst jetzt hier ewig warten, ne? Ja. Geht es nicht ins Bild, ne? Dafür würde ich da gerne jetzt schon mal ein paar Bärchen reindonnern, so 200 oder so. Das reicht. Es dauert nämlich immer recht lange, bis die Wirkung davon fertig ist. Und ich mache daraus, glaube ich, einmal ein Speed-Up hier, ne? Und ich würde mal sagen, wir warten, bis er fertig ist und ich sag bis gleich. Ciao! Go.
Scheiße. 2 Stunden später. So, das ist ja nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt nochmal drum gekümmert, dass wir das mit dem Terezino nochmal versuchen. Das hatte ich jetzt aber alles außerhalb der Aufnahmen gemacht, weil es ist jetzt mittlerweile sogar so viel Zeit vergangen. Er ist fertig. Ich habe den Argentavus schon eingesammelt und ich habe sogar schon einen Sattel geholt für ihn. Tada! Darf ich vorstellen, unser Terizinosaurier. So, Sattel schon drauf. Ja! Ich sag, das ist so. Ich habe mich sogar schon umgezogen. Das war so ein. Oh, ey, angenervt, ich war. So, was hast du hier? Du hast noch einen Stroh. Ein Tier ist unser Argentavis, den können wir eigentlich gerne mal direkt bewundern zusammen. Ey. Der ist ja heiß. Eigentlich müssten wir dann zu Hause mal. Wir müssten wirklich auch mal über Argentavis Fortpflanzung nachdenken, weil ich finde, Argentavis haben ein paar Vorteile. Man kann mit denen echt gut Lasten transportieren. Sie sind super mobil, also man kann jetzt auch irgendwie eine Karawane machen, wo 5 Argentavis dranhängen an dem Fahrradteil zum Beispiel. Die kümmern sich schon. Ja, zum Transport sind sie super. Ich hatte irgendwann mal früher, also auch bevor ich aufgenommen habe irgendwie, bevor ich mit YouTube in dem Sinne angefangen habe, hatte ich früher eigentlich immer so 4 oder 5 Argentavisse da, die sich um alles gekümmert haben quasi. Aber irgendwie da bin ich immer mal in dieses reingefallen, ich nehme immer meine Argentavisse, deswegen hatte ich das jetzt schon seit längerem nicht mehr, aber jetzt so langsam könnte ich ruhig mal wieder und... Mein Gott, ist der hübsch. Zum Reiten Sattel aufrüsten, ja, ich weiß. Ist sogar schon Level, hier, im Live. Sehr schön. So, einpacken wieder. Zack. Dann packen wir den Terizino doch noch mit ein. Warte, was hat er denn noch im Inventar? Ja. Ich war schon einmal so frei und hab mich um Holz gekümmert. Ich wollte aber gucken, wie es ist. Das kann ich euch auch gleich gern einmal nochmal bezeigen, das ist überhaupt kein Problem. So, Mammut würde ich jetzt nicht mehr holen auf die Schnelle jetzt für das Holz hacken. Kann sein, dass wir das im Stream machen, gemacht haben werden. Oh Gott, das ist immer so schlimm. Ich dachte, ich muss das immer so ein bisschen tagversetzt machen, weil bei Twitch, ich darf Inhalte aus den Streams erst 24 Stunden nach Stream woanders mit hochladen. Lilana, den nehmen wir doch gleich mal mit. Und entsprechend ist das ein bisschen ungünstig. Naja, was heißt hier ungünstig? Entsprechend muss ich das immer halt ein bisschen planen, weil ich ja schon gerne Upload-Plan ein bisschen beibehalten wollen würde und ohne dass zu viel gespoilert wird hier oben. Ich kann einfach nicht genug kriegen, ne? Ich wollte eigentlich Feier machen. Hochgeleveltes Weibchen. Ist richtig beschissen gelevelt. Ja gut, das heißt ja nicht, dass es so bleibt, ne?
Meistens auf Laufgeschwindigkeit. Oh. 34 Punkte auf Laufgeschwindigkeit. Nee, nee. Oh, Mist. Das ist jetzt... Ich habe sehr große Zweifel daran, dass wir bei dem Ankylosaurus gute Werte rausbekommen. Ja? Aber gibt es hier richtig gut Rohstoffe? Ich lasse mich zu sehr ablenken. Wir wollten nach Hause. Ich wollte einmal das mit dem Terizino machen. Mal kurz rausfinden, wo wir wohnen. Letzte Mal in die Richtung. Der Dschungel ist riesig. Also den müssen wir uns natürlich nochmal wirklich detailliert anschauen. Mal gucken, wie. Weil wie das so, hatte ich gleich schon erwähnt, so wie in der Wüste das mit dem Paracer, glaube ich, ist im Dschungel ein bisschen schwierig. Oh. Unsichtbare Wand. Schade. Egal. So. Mit Ding drum. Kalikatorium-Sattel? Oh, herzlichen Glückwunsch. Gewicht, Life und Angriff. Oh, ja. Ich glaube, dass ich mir den mal mit Magentaris abholen wollen würde. Das kriege ich mir ja grob gemerkt, wo das hier ist. Ist ja glücklicherweise nicht das Problem. Ein paar vereinzelte Berge kann man ja ganz gut erkennen. Und ich kann den Ankylosaurus ja einfach mit Argentavis greifen und nach Hause bringen. Das macht das Ganze sehr viel angenehmer. So, müssten wir hier nicht gleich irgendwo wohnen? Da vorne sieht das doch super aus. Oh, was ist das? Was ist das? Ich hatte gerade fast das Gefühl, dass wir hier einen Höhleneingang finden oder so. Aber das ist auch nur ein Durchgang, ne? Ja, Durchgang. Und schon wieder habe ich mich ablenken lassen, ne? Oh, ist ja schlimm. Das Kristalle ist okay. Aber keine Höhle. Ist quasi ein schicker Felsdurchgang. Bei uns direkt um die Ecke, schön. Nö, 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 nö. Das ist nicht unsere Insel. Das ist unsere Insel. Tada! So. Die Lacroneo-Nachwuchs ist auch geregelt schon. Ich war zwischendurch hier nochmal da. Ich muss einmal kurz den Nachwuchs. Aber ich habe mir die Werte tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Du das? Nee, du bist... Ich. Du bist es. Schön. Hat Life und Ausdauer bekommen.
31 Gewicht? Ja. Das ist das Exemplar, was ich doch haben wollte. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast gefüttert, perfekt. Mal gucken, nicht, dass ihr euch schon wieder fortpflanzt. Das passiert ja auch recht schnell, ne? Ja. Gut, aber damit wollte ich euch gar nicht weiter aufhalten. Wir haben hier die wichtigen Dinge geklärt. Ich werde einmal den Territino hier schnappen. Und auf Bäume einkloppen. Bin mal gespannt, was rauskommt. 149. Und überladen. Also das ist das Problem. Die können halt nicht viel tragen. Ja, Leute. Ah, hier, niemand von euch ist einmal trinken oder so, ne? Ja, der Dodo hilft! Oh Gott, ich muss den Dodo irgendwo mal wegpacken. Der muss weg. Aber wenn der irgendwie mal angegriffen wird, ist das echt dumm gelaufen. Hä? Habe ich den jetzt hier auf... Ah ja, war klar. Dodo? Echt gut gekämpft. Konnte ich die nicht mal tragen? Ah. Ich war ziemlich sicher, dass ich die mal trage. Man kann Dodos doch tragen. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum wir den nicht tragen können. Das ging doch schon immer. Wenn ich da jetzt was falsch mache, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einmal eine Info da lasst. Oder der Dodo ist kaputt. So, betrunken hat er auch. Gut. Achso, du wirst übrigens genannt Edward der Bunte. Name. Ja, ich finde die Farbe so geil. Ja, egal. Supi. Ah, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.